So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Und wir sind hier, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir müssen Panchrates müssen wir retten. Den haben wir mal da vorne geparkt, ne? In der letzten Folge zu sehen. Und wollen jetzt hier diese Festung hier noch abschließen. An der Stelle mal vielen lieben Dank wieder für eure ganzen Däumchen in der vergangenen Folge. Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank für euren Support. Mega cool von euch. Und jetzt machen wir hier mal weiter, den da unten kriegen wir doch. Wenn wir so hier nicht. Oh, oder auch nicht. Oh, doch, jetzt bewegt er sich. Sehr gut. Und hier geht's runter, wo wir, glaube ich, runter müssen. Nämlich da unten gibt's Schätze. Peilen die schiefe Lage mal hier unten. Hier steht doch nicht nur eine. Guckt ihr das an, wie schick das hier unten aussieht. So, hier müssen wir nicht lang, wir müssen da durch, so wie das aussieht. Mach einen Flachkörper. Bye. Wow. Oh, Digga. Die habe ich nicht gesehen. Boah. Schlangen. Das ist übel. So, den ersten Schatz haben wir. Der zweite muss doch auch irgendwo hier sein. Nicht da rein, du sollst da hoch. Wie wär's denn eigentlich mal? Mit ein bisschen Licht. Dann würden wir hier vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Aha. Nicht ins Wasser. Auch Bayek. Genau, hier will ich hoch. Kommt man da nicht weiter? Anscheinend nicht. Na, dann wird es wahrscheinlich da vorne noch einen separaten Eingang geben. Nehme ich mal stark an. Was gibt's hier noch? Okay. Dann gehen wir da mal wieder raus, würde ich sagen, oder? Hallo. Du hättest nicht herkommen sollen. Hätte ich nicht, das ist richtig. So, haben wir. Oh, Bogen des... Oh, Raubtierbogen. Sehr geil. So, Senu, sag mal, ist hier noch irgendwo jemand? Na, da ist der Schatz. Okay, und hier hinten. Scheint aber so, als wäre dann hier keiner mehr drin. Dieser Ort wird schwer bewacht. Das ist richtig. Aber die meisten haben wir ja schon gekillt. Sind wir ehrlich.
Wir müssten da runter, glaube ich, ne? Hallo. Da hinten ist ein Schatz. Zumindest wird er da angezeigt. Ach nee, das ist doch die... Oh, super. Das ist genau da, wo wir reingekommen sind, Leute. Guckt mal. Das war natürlich wieder sehr intelligent. Da kommt man wahrscheinlich auch rein, oder? Das ist doch hier. Ja, es war dunkel. Haben wir nichts gesehen. Ah, den kommen wir nicht hoch. Naja, okay, sei es drum. Dann gehen wir da jetzt raus und gehen auf der anderen Seite hoch. Schade, die Schätze hätte ich gerne noch mitgenommen. Komm, hoch. Bayek, hoch. Ach, geht hier nicht so einfach, ne? Ich kletter mich hier gerade fest. So, ich muss gerade mal an ihrem Ohr. Danke. Erzähl mir von deiner Entführung. Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. So, wir schnappen dich jetzt und bringen dich nach Hause. Verstehst du das? Achso, ich kann mit ihm nicht klettern, oder? Das ist natürlich hervorragend. Wie sollen wir dich denn da runter... So geht's auch. Oh shit. Oh shit. Oh, das ist doch nicht dein Ernst, dass die Typen da jetzt rumstehen, Mann. So wie es aussieht, stehen die aber da drin, ne? Dann machen wir nichts. Gott sei Dank. Ich dachte eben schon, super, wie kommen wir denn da jetzt rum? So, wir hätten uns natürlich auch unser Pferd nehmen können. Aber die 100 Meter können wir mal laufen. Wir müssen ja auch fit bleiben. So, da sind hier wir. Hier ist mein Haus. Ja. Bevor wir hineingehen, lass uns reden. Okay. Dann lass uns mal reden. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Pankratis! Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt. Und für immer. Pascherenta muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit. Das hast du gut gemacht. Worauf wartest du noch, mein Liebster?
Reiten wir um die Wette, wie damals in Siva? Ah, nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Ja, natürlich liefere ich. Friss meinen Staub! Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie! Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Ich hoffe, ich halte richtig. Das hältst du nicht lange durch. Wollen wir wetten? Ich bin wildfrei. Schneller, mein Pferd, schneller. Ich habe etwas zu beweisen. Ah, okay. War richtig, geradeaus zu reiten. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Anscheinend bin ich schneller gewesen. Tja, anscheinend. Ah, wir haben alle unsere Schwächen. Ja, und deine ist mit Anstand zu gewinnen. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. Okay. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, Leute. Ah, jetzt habe ich nach vorne gespult. Dass es dunkel ist. Ich möchte aber, dass es hell ist. So, haben wir da mal kurz gesessen. Dann brauche ich auch mal ein Päuschen, ne? So ist es nicht. So. War, möchte ich. Mein Gott. Das Gesicht der Echse, Stufe 23. Ja, wir haben aber. Könnten jetzt eigentlich erstmal. Müssten wir hier weitermachen. Ich weiß nicht, sollten wir vielleicht erstmal noch ein paar Nebenquests machen, Leute? Mein 23 ist jetzt schon. Hierher! Da oben gibt es noch eine Quest. Hier. Mein 3 Stufen ist vielleicht schon ein bisschen heftig, oder? Was haben wir denn noch an Nebenquests offen? Der Steuermeister, das ist halt alles viel so weit weg. Der Neue in der Stadt. Neuenkömmling, Letarpolis. Okay, das sind alles so Sachen, die... Geheimnis der ersten Pyramiden. Bajeks Versprechen. Ja gut, das sind alles die Sachen, die wir... Ich würde sagen, wir machen hier mal noch die ein oder andere Nebenquest. Leute, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Wir haben die ganze Zeit jetzt Hauptquest gemacht. Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Heil dir, Osiris. Deine Glieder... So, wir fragen ihn mal. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja. Wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Lasst sie nicht reglos bleiben. So. Lasst sie nicht verderben. Finde einen Weg ins Grab. Lasst sie nicht reglos bleiben. Lasst sie nicht verderben. Lasst sie nicht reglos bleiben. Lasst sie nicht verderben. Ob er ein bisschen eintönig spricht. Missionsziel in der Nähe. Ach, das ist schon hier, oder was? Finde einen Weg ins Grab. Okay, ich würde aber gerne hier gerade noch die Quest mitnehmen. Die wir da haben. Wobei das könnte... Ich glaube, die Quest ist hier sinnvoller. Das andere ist wieder so eine Nomaden-Quest, oder? Hallo. Oh. Ah, das ist die Mutti wieder. Okay, was hat sie denn noch für Warum uns? Warum weinst du? Dein Fluch ist gebannt. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Furcht und Zorn sind berechtigt in einem zerbrechlichen Leben. Bitte,
Überlass mich meinen Tränen. Wenn du mir folgen würdest, lassen wir ihr etwas Freiraum. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Okay, Zutaten besorgen. Warte, Neb. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Und würdest du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Ich wünsche dir Erfolg. Okay. Komm, dann machen wir das erstmal. Zack, gefunden. Das ging schnell. So, dann machen wir mal zuerst den Ritualgegenstand. Und dann die Vögel jagen. Das ist richtig. Ah ne, Weltkarte nicht verfügbar, warum nicht? Karte. So, passt auf, wir haben hier noch was. Da hinten wäre auch noch eine Quest. Stufe 1, also wir hätten hier noch die ein oder andere Quest. Hier können wir Schatz plündern. Hier müssen wir hin. Und hier, Schnellreise. Okay, also, dann lasst uns mal da hingehen. Mach mich nicht mal so. Oh Gott, da rennt einer. Oh nein. Wie eine Katze. So. Ach, das ist der Grabeingang, ne? Ein verlassenes Grab. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Komischer Ort dafür. Absolut, du sagst es. Na, dann gucken wir mal. Ah, ne, herein in meinen Laden. Ein Magi. Wie überraschend. Du sagst es. Auf der Suche nach magischen Runen? Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Lass dich dabei nicht stören. Verzeihung, aber die Geschäfte rufen. Ich bin bald wieder zurück. Alles klar. Hier gibt es nichts von Wert. Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Sie verbirgt etwas. Du alter Fuchs. So. Ein Inventar. Der blau glasierte Talisman ist hier aufgeführt. Ja, ein Fruchtbarkeitstalisman mit blauer Glasur. Okay. Ich sollte mich weiter umsehen. Manche Objekte können bewegt werden. Aha. Die Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Ein Fruchtbarkeitstalisman. Timehotep wird sich freuen. Los! Du hast dich lang genug umgesehen, Magi. Du verängstigst die Kunden! Das ist nicht fair. Bin in Reichweite! So, komm her, Freund der Sonne, Alter. Ich glaube, jetzt geht los hier. War ja klar, dass die da auf uns hetzt. Wenn es hier Diebesgut gibt. So, und dann brauchen wir noch eine Flamingo-Zunge und Reiherfedern. Das klingt interessant. Dann lass uns die mal besorgen. Mädchen, wo bist du? Dann, wir müssen mal ein bisschen aus der Stadt raus, um die Flamingo-Federn zu finden.
Da vorne sehe ich schon einen Reiher fliegen. Wow. So gehe ich zumindest davon aus. Lied. Ha. So. Oh, guck mal. Guck mal. Einer haben wir? Oder sind noch Flamingos? Zwei. Ich nehme mir ein paar Federn für Timehoteps Ritual. Ja, was ein Glück sind hier auch Flamingos. Zumindest einer. So, Reiherfedern haben wir. Wo kriege ich jetzt? Wo sind denn hier noch Flamingos? Man führe mich zu den Flamingos. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie irgendwo Flamingos gesehen? Na, hier werden sich wahrscheinlich vermutlich keine ansiedeln, ne? Ich brauche noch einen Flamingo. Mal gucken, was es hier eigentlich so alles gibt. Hier müsste doch so viel Kram drin. Ah, die sehen mich doch nicht. Die Philakes. Wie ein Fisch. Bewegung! Los! Aus dem Weg! Ist auch eine Reihe. Ach Gott, Leute, aber wenn wir schon mal da sind, da vorne kann ich was verkaufen. Das ist schon mal gut. Hallo. Lass mich deinen Geldbeutel erleichtern. Alle unnötigen Gegenstände. Nein. Eben denke ich noch, shit, der verkauft sogar auch die Flamingo-Zungen, die Reiherfedern. Das wäre schlecht. Ach Leute, ich brauche nur noch einen Flamingo. Wo finde ich denn den Flamingo? Vielleicht doch nochmal hier gucken. Vielleicht landet zufällig wo einer. Bin hier irgendwo. Raya. Raya. Zeno kann die auch nicht sehen, oder? Da hinten sieht es halt nach Flamingos aus. Beziehungsweise hier vielleicht. Hier auf diesen Sandbänken könnten doch Flamingos leben. Da vorne gibt es Krokodile. Da sind Flamingos. Hab sie. Komm her, Bayek. Wir müssen nach da vorne. Na, wie gut, dass hier ein Pferd steht. So, dann reiten wir mal davor. Dann holen wir die Flamingos. Weil ich denke, Stufe 22 sollten wir schon haben. Ne? Das hat man ja auch gemerkt. Das ist ja dann echt knackig. Ja, das war hervorragend. Hilft nichts, wir müssen darüber. Was schwimmt denn da? Ach, Dreck. Eben dachte ich, da schwimmt ein Nilpferd. So, Flamingos. Nu geht das los. Das ist nett von dir, dass du dich genau da hinsetzt. Geh weg, das ist meins. Geh weg. Krokodil, Alter, ich sag's dir. Geh da weg. Komm her, ich mach ja auch gleich platt.
Wo ist der? Jo. Natürlich muss ich mich wieder mit zwei anlegen. So, sehr gut. Wo ist jetzt mein Flamingo? Toll, jetzt ist mein Flamingo weg. Tut mir echt leid, aber da muss halt noch einer drin, glaube ich. Oder hat's den darüber getrieben? Die Magd sagte, sie brauchen die Zunge. Nee, das waren alle. Dann kann ich mich jetzt mit Timehotep treffen. Was ist denn hier? Guck mal, da steht eine goldene Statue. Naja, wie dem auch sei, Leute. Guck mal, da vorne ist... Den nehmen wir jetzt noch mit. Ach nicht, du sollst schwimmen. Den Aussichtspunkt da drüben nehmen wir jetzt noch mit. Jetzt sind wir gerade hier in der Nähe. Brauchen wir nicht mehr extra herlaufen. Wir hätten uns natürlich auch so ein Bötchen nehmen können, um rüber zu fahren. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Leider zu spät gesehen. So, das Wetter zieht sich zu, oder was hier? So. Da müssen wir hoch. Natürlich wieder Wasser. Wie soll's denn anders sein? So, cool. Ein Synchronisationspunkt auf einem Schiff. Oder auch nicht. Da drüben ist er. Doch nicht auf dem Schiff. Guck mal, so haben die damals die Steine bewegt. Das ist schon der Wahnsinn, Alter, wenn du siehst, was die da gebaut haben im alten Ägypten. Das ist schon hammerhart. So, dann nehmen wir den mit. Sehr schön. So, und jetzt zurück. Sieht aus, als würde da hinten ein ganz deftiges Gewitter kommen. Komm hier, Pferdchen. Oh. Entschuldigung. Ist aber auch verwinkelt hier. Achtung. Waren wir so weit weg? 500 Meter? Oh, neuen Ort entdeckt. Memphis Garnison. Okay, die können wir auch noch machen. Ah, shit, das sind aus dem Weg! Diese Philakis-Typen. Philakis. Ohne Rührung tut ihnen, was Osiris getan war. Ich bin Osiris. Da, na wieder. Sau gut. Da. Etwas monoton sprechen. So, gleich jetzt fliegen hier natürlich ein Haufen Flamingos rum. Die wollen mich doch veräppeln. Bewegung! Ja, was ist denn los mit euch? Ruhe da. So. Dann haben wir das. Haben wir dann eigentlich mit dem Grab, das war doch dasselbe Grab wie vorhin auch. Haben wir da jetzt die Quests dann eigentlich erledigt? Oho! Magi!
Oho. Wow. So. Ich habe, was du brauchst, Heimhotep. Der Seher hatte recht, als er dich Erlöser nannte. Mein Ritual muss im Schatten des Mondes stattfinden, am Fuße der Djosa-Pyramide. Wirst du mich und meine Magd so lange beschützen? Auch auf der Straße lauern womöglich Gefahren. Gerne. Dann reiten wir zur Pyramide und warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Okay. Wow. Die Gegend ist gefährlich. Warum nicht mehr wachen? Niemand darf von dem Ritual wissen. Reisen wir deshalb abseits der Hauptstraße? Ja, es ist riskanter, aber diskreter. Dass er keinen Sohn hat, verringert das Ansehen meines Gatten. Wenn die Leute von den Kindern wüssten, die ich verlor, würden sie sicher daran zweifeln, dass die Götter ihm Gehör schenken. Schon jetzt gibt es böse Gerüchte. Meine Mühen bringen Schande über ihn und über mich. Nebet, es ist nicht deine Schuld. Still, Mara. Ich weiß, du meinst es gut, aber die Rollen sind eindeutig. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Ich glaube das nicht, Nebet. Ach, Mara, das haben wir doch schon besprochen. Lass uns jetzt lieber schweigen, für den Fall, dass es nicht nur freundlich gesinnte Ohren gibt. Gute Idee. Durchaus gute Idee. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Wow. Was ist denn los hier? Da bist du ja. Was ist denn mit dir? An die Waffen! Es gibt Ärger! Wer gehört mir? Wow. Helft mir mal hier drüben! Ich treffe ihn! Dafür schlag ich dich tot! Oh, nein! Boah, Alter, wenn es zu viele werden, dann wird's heftig, ne? Also wenn es zu viele werden, so mittlerweile gegen 3-4, kannst du dich nicht mehr durchsetzen. Das haut nicht mehr hin. Na toll, jetzt müssen wir wieder ganz dahinter. Den kriegen wir gerade nicht. Kommst den Berg runter. Ich werd hier verrückt. Komm her. Wow. So. Also, das Ganze nochmal. Da müssen wir echt ein bisschen, oder ich muss da auf jeden Fall besser kämpfen. Aber wir müssen nochmal unsere Waffen durchgucken. Machen. Wir müssten halt auch mal die Sachen hier noch ein bisschen verbessern. Da brauchen wir Holz. Ich frage, ich brauche überall Holz. Sonst hätte ich fast alles genug, aber... So, was haben wir denn an Nahkampfwaffen hier? Qualität 39, 180 Schaden. 196 Schaden. Ja, aber hier hätte ich schon gerne... Bronzeschwert können wir hier mal ausrüsten und hier haben wir 191 Schaden. Mit ihr 196, dann machen wir das hier so. Dann haben wir hier die Distanzwaffe Raubtierbogen, da haben wir doch auch genau den hier. Schleichmodus Schaden, Kombo Multiplikator Gesundheit beim Töten, das ist gut. Und die Fähigkeiten vielleicht auch mal verbessern. So, was haben wir denn? Wir haben einen Fähigkeitspunkt, da brauchen wir zwei für, da brauchen wir einen für. Was ist das? Höchstleistungs-EP. Wenn du deinen Gegner mit deinem Höchstleistungsangriff tötest, erhältst du Bonus-EP. Hm. Verbesserter Raubtierbogen, das ist eigentlich das. Ich habe beim letzten Mal, in irgendeiner Folge habe ich ja gesagt, wir können den Pfeil nicht kontrollieren, weil ich den verbesserten Jagdbogen genommen habe und nicht den Raubtierbogen. Das heißt, wir heben uns auf jeden Fall mal das Ding noch auf.
Die Gesundheit ist ja trotzdem gestiegen. So. Wir wählen die Waffe mal aus. Oh. Jetzt gucken wir mal, was ist hier. Da steht einer. Aha. Da ist noch ein Schatz. Das war's. Okay. Oh. Sind die Männer? Ärger. Da bist du. Alarm! Angriff! Ich kann ihn treffen. Ich auch. Oh. An die Waffen! Es gibt Ärger! Keine Munition? Ist das so? Bei beiden Pfeilen nicht? Dafür lasse ich dich leiden. Alter, guck dir das an. Götter, das war knapp. Komm, schieß mal auf mich. Alarm! Angriff! Helft mir mal hier drüben! So kann man natürlich auch Pfeile, Pfeile sammeln, ne? Ist halt auch eine Möglichkeit. Helf mir mal hier drüben! So, möchte dir nochmal? Dann habe ich genug Pfeile zusammen, hoffentlich. An die Waffen! Es gibt Ärger! Hey! Ich habe hier Ärger! Wenn die treffen schon ordentlich, ne? Es gibt Ärger! Wenn sie treffen, treffen sie schon ordentlich. So. Oh, Junge. Hey! Friss das, du Ratte! Hab ich dich! Shit. Komm her, du Kasper. Boah, Alter. Alter. Das ist gar nicht. Alter Junge, was ist los mit dir? Kommst auch nicht durch, ne? Kriegst du nur, wenn du. Ne?
Da. Shit. Jetzt haben wir mal. Mein Gott. Oh, Alter. Jetzt wird's aber Zeit. Oh, die sind gar nicht so ohne, ne, die Typen. Wow, Leute. Wow, wow, wow. So, ich würde eigentlich die Quest gern noch abschließen jetzt. Frage ist jetzt halt, wo wollen die hin? So, ab geht's. Die Gefahr ist gebannt. Fürs Erste. Die Welt jenseits der Mauern des großen Tempels ist hässlich. Du hast... Da wären wir. Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Ptah möge dich segnen. Okay, müssen wir damit hoch? Ah, hier will sie wahrscheinlich hin, ne? Gut, dann warten wir mal. Es ist ziemlich heiß hier. Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Ein Versprechen an die Notleidenden. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten. Denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag. Und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. So, in Ordnung. Also, haben wir die Geschichte abgeschlossen und ich würde sagen, wir springen rüber in die nächste Folge, liebe Leute. Dann geht's weiter. Ich guck mal, ob ich jetzt eine Quest vielleicht alleine mache oder ob wir dann gleich mit der Hauptquest weitermachen. Werden wir sehen. An dieser Stelle wieder vielen lieben Dank fürs Einschalten. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Denkt an den Daumen. Wäre mega cool, wenn ihr hier auch wieder einen Daumen da lassen würdet. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge Assassin's Creed Origins. Macht's gut. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.